Säulumpis da draußen. Weiter geht's mit RimWorld und unserer mini kleinen Kolonie. Und wir sind immer noch dabei, hier diese zwei Leute hier zu rekrutieren. Mir ist was aufgefallen, und zwar, die hat Menschenfleisch gegessen. Und das hat sie getan, weil hier ja überall Menschenfleisch drin ist. Wolfmannfleisch, Scalemannfleisch, ist alles Menschenfleisch. Auch das hier ist alles Menschenfleisch. Das ist schlecht. Deswegen müssen wir das mal hier umstellen, dass hier kein Menschenfleisch mehr erlaubt ist. Jetzt ist die Frage, ich glaube, das hier ist alles, wenn die so aussehen, ist das alles Menschenfleisch, oder? Würde ich jetzt sagen. Also ich mache jetzt mal alles raus, was so aussieht. Ja, genau, das haben wir nämlich hier noch. Das hier auch, normales Menschenfleisch tun wir auch verarbeiten. Das, ja, ist natürlich schlecht. Da werden die natürlich nicht so super gelaunt sein. So, Wolfmannfleisch. So, das war's. Und jetzt ist halt die Frage, wenn ich die jetzt hier verbiete, dann hat das hier nämlich keine Auswirkungen drauf, ne? Da müssen wir hier nochmal mindestens so viel kochen, damit wir hier noch neue haben. Also Zeug haben wir ja genug. Wir haben hier Fleisch, wir haben hier auch Reis und Potatoes und alles. Wobei, ja, hier, das ist fertig, ne? Hier, ist hier noch Wasser? Sumpf, hier ist noch ein bisschen Sumpf, okay. Hier ist noch ein bisschen Sumpf, aber in 2,1 Tagen nicht mehr. Aber das hier können wir trotzdem entfernen, oder? Das ist so eine Platte. Kurz mal gucken. Böden entfernen. Das können wir wegmachen. So. Ansonsten hoffe ich, dass wir die bald jetzt hier rekrutieren können, dass das hier vorangeht. So, das hier oben, das gefällt mir auch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Raum, oder? Gleich gucken wir nach den Bettlern. So, Sklavenbetten brauchen wir auf jeden Fall nicht. Aber Graue Wespe schläft ja jetzt gerade hier und der könnte theoretisch ja hier schlafen. Ne, der Foltermeister. Und dann brauchen wir, haben wir hier noch einen dann für Schmidi oder Iso und dann bräuchten wir noch einen weiteren. Das ist halt die Frage, wohin damit? Also hier ist ja irgendwie kein Platz. Ich will jetzt hier auch nicht die Mauer durchbrechen. Hier oben... Ja, kann man so eine... Da müsste man aber einen Weg bauen, ne? Ich will ja hier auf jeden Fall lang. Ja, hier müsste man lang. Und es reicht ja auch zwei. So, es reichen ja auch zwei Gedöns, aber das ist trotzdem ein komischer Raum, ne? Aber kann man trotzdem machen, oder? Dass das da dann als Schlafraum nehmen. Der ist dann zwar ein bisschen kleiner, aber finde ich jetzt nicht schlimm. So, was ist los? Almosen, was wollen sie haben? Eine Gruppe von armen Reisenden nähert sich Hilfe suchen. Die Reisenden betteln um 580 Silber. Seid ihr verrückt? Nö, will ich nicht machen. 580 Silber. Ab in den Müll. Nee. Meine Freunde, nee. Oh, hier tun wir die mal verbrennen, würde ich sagen. Jetzt können wir mal gucken, das wird zu Dünger verbrannt. Okay. Ja. Mach das mal. Irgendjemand. So, Lea tut kochen. Jawohl, jetzt gibt es hier vegetarisch und auch schon hier gut Insekten. Was?
Upsi. Das war aber keine von mir, nee. Nee, nee, nee. Entschuldige mal, kann ich da nichts dafür, wenn jetzt hier da jemand euch angreift? Reisende verraten. Kolonisten mit wohltätigem Glauben werden erzürnt sein. Ah, das tut mir aber leid. Was ist los? Stückguthändler. Was ist denn ein Stückguthändler? Was hat der denn da für Stückgut dabei, bitte? Das ist ja spannend. Tut überhaupt mal jemand hier Bergbau betreiben? Na, wenigstens Sean, der glättet mal ein bisschen den Boden. Entfernt Dreck. Was soll das denn? Sind die nicht alle aktiv oder was? Doch. Ah, guck mal, und der verbrennt die Sachen sogar. Der Transportbot. So, Sean. Glättet Boden ist gut. Du erntest Tomaten. Auch gut, hier müssen wir dann nochmal neu irgendwie gucken. Oh nein. Schmiddi und Lea haben beides die Seuche. Ganz toll. Ganz toll. Lea, du bist unser bester Arzt, ne? Kannst du dich selbst behandeln? Ja, ne? Dann behandle dich erstmal bitte. Und dann bitte Schmiddi behandeln. Ach, ist das blöd jetzt. Eine Seuche. Passt mir jetzt natürlich wieder total in den Kram. Ich meine, wir haben ja eine ganz gute Behandlungsqualität. Oh, die haben auch noch schlechte Hygiene. Was natürlich damit reinspielt. Vielleicht können wir hier vielleicht ein kleines... Wir haben genug... Knochen, da machen wir doch hier, komm. Da kriegt ihr hier ein Klo. Da müsst ihr auch nicht mehr hier in die Ecke machen, ne? Und eine Dusche. So. Dann machen wir hier noch eine Wände hin. Eine Wand. Eine Wand. Natürlich auch aus Knochen. So. So. Tierklappe. Nee, gibt's da auch irgendwie so eine Tür? Also keine normale Tür, sondern halt eine Tür, wo die dann durchgehen. Single Door. Aha. Es ist genau dasselbe wie das hier, ne? Im Grunde, außer es ist eine einfache Tür halt. Ja, dann mach halt eine einfache Tür. Hier hin. Weiß nicht genau, ob das dann abgetrennt ist. Ob ich, naja, mal gucken. Mal schauen. Ich kann denen da bestimmt sagen, dass die da rein dürfen. Okay, Lea, aber du musst dich dann trotzdem ausruhen, ne? Ja, Immunität. Das wird eng hier. Das wird eng hier. Und dir fehlt ja auch noch der Arm. Achso, wir brauchen ja noch Wasser. Fällt mir da gerade so ein. Sanitärleitung auch aus Bohnen. Ich meine Knochen. Komm, hier direkt drin damit. So. Gucken. So, sieht doch ganz gut aus, oder? Ach, hier. Ich wollte ja gucken, was die hier machen. Oh, Vorratskapsel jetzt auch noch. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Pilze? Ja. Holen wir uns die Pilze. So, gibt es hier irgendjemand, der hier irgendwo ist und was tut? Erwäscht. Die anderen müssen sich ausruhen. Das ist total toll. Ja, wasch dich und du kannst auch nachher weiter ernten. Er verweigert aber sozial. Das heißt, wir warten kurz, bis der gewaschen ist. Der hier nur so rumliegt. Jetzt latsch mal kurz runter. Nicht, dass die jetzt wieder gleich abbauen. Ich will doch wissen, was ein Stückguthändler ist. Der wird mir so Stückgut halt handeln, oder? Weiß nicht. Zeige erst mir. Cool, wir können ein paar... Nee, können wir nicht.
Hä? Habe ich das letzte Mal schon verkauft? Die Hennen und die Hähne? Ich bin mir nicht sicher. Dromedar? Nee, nee, nee. Die guten Viecher tun wir nicht verkaufen. Könnten Menschenfleisch verkaufen, aber das können wir fürs Trockenfutter ja nehmen. Wegbereiterfleisch. Okay. Was auch immer ein Wegbereiterfleisch ist, ich weiß es nicht. Bauteile. Brauchen wir eigentlich nicht, haben wir gerade. Wollen wir sonst irgendwas verkaufen? Schwarzes Insektenchitin, Raptor-Garnelenplatten, was ich hier alles hab. Ist ja verrückt. Trockenfutter, nee, nee, nee. Armprothese brauchen wir. Hier Pillum aus Bone brauchen wir nicht. Eine üble Mütze. Kann weg. Die schlechten Mützen, wo hier sowieso schon kaputt sind. Kriegsmaske aus Holz. Komm weg. Die Schutzwesten, da traue ich mich immer nicht. So, was haben wir hier noch? Bodenschildpack. Nee, Mili-Schild, nee. Bauroboter. 15.000 seid ihr denn noch? Nix da. Sonst ging's aber. 15.000. Ich glaube, euch hackt's. So, ich muss jetzt einfach nur hoffen, dass die hier diese blöde Seuche überleben. Das ist schon mal eng. Aber ich glaube, wenn Lea das macht, der geht's, glaube ich, schon besser, oder? Hoffe ich. Ja, siehste. Das heißt, die muss sich selbst behandeln und ihn behandeln, dann müsste es gehen mit den paar Kräutermedizinchen, die wir hier haben. Müsste die Seuche überlebbar sein. Wenn die jetzt sich noch dazu endlich entschließt, dann wäre das natürlich noch viel besser. Die gute ISO. Ja, es ist immer noch relativ viel. 4,7. 4,7 Wille. So, in 2 Stunden, in einer Stunde. Das heißt, Schmidti kann man gleich schon behandeln. So, jetzt Lea, oder? Noch nicht. So, behandelst du dich jetzt wieder? Nee, das soll nicht Sean machen, das soll die selber machen. Eine Besuchergruppe, schön. Ja, da ist die Quali nämlich viel besser. Und du kannst auch behandelt werden, dann machst du das nämlich auch noch. Kurz aufgehen, da ein bisschen aufstehen, ein bisschen behandeln und so, das passt schon. Ich weiß, wir haben wenig Medizin, können wir aber gerade nichts dran tun. So, das sieht aber gut aus hier. Die ist ganz gut hier. Drüber, über dem, mit dem Immunitätsdingsbums und hier ist Schmidti auch. Sehr gut. So, die Frage ist, was machen wir denn jetzt hier mit, ne? Mit diesen Mahlzeiten. Also, vielleicht kriegen wir ja nochmal irgendwann einen Psycho und der kann dann das tun. Guck mal, die sind jetzt schon alle weggebrannt. Fix. Hier Strom wieder ausmachen. Was liegt hier? Tribal Backpack. Warum? Ach, das ist noch übrig geblieben jetzt hier. Hoppala. Da ist noch was übrig. Und das Lagerfeuer auch. Sehr schön. Weil ich wollte ja, dass sich hier diese Bedürfnisse, ja, also, dass die nicht hier minus 20 haben. Das ist natürlich schlecht. Und die kriegt ja auch einen Arm. Sobald sich hier ISO angeschlossen hat, kriegt die einen Arm. Du. So, Sean, du kannst du mal hier bauen? Du bist gerade so beschäftigt mit allem, ne? Mit allem, was davor kommt. Ist ja Wahnsinn. Mit Aufsehen und Arzt brauchst du eigentlich nicht sein. Wobei, doch. Machst du mal, weil die Lea. Ja, kurz mal gucken. Ja, komm, das geht trotzdem. Du kannst den jetzt kurz füttern gehen. Das ist okay. Dann wieder ab ins Bett mit der Seuche.
Vielleicht kann Sean dann mal ein bisschen sich hier kümmern um die Sachen. Das wäre super, macht er aber nicht. Er muss warten. Also Wartefabrikation. Dazu rennt er aber erst hier hin, um damit dann hier hinzureiten, um das dann zu tun. Ist total logisch. Gut, macht's gut, ihr super Handelsmenschen. So, dann tut er sie noch hier füttern. Auch gut. 4 Stunden bis zur nächsten Behandlung. Wir müssen jetzt hier ein bisschen gucken, dass wir da nicht in Probleme bekommen, keine Probleme bekommen. Ne? Ja, man muss hier aber auch immer viel. Upsi. Kann hier nichts für. Oh, der kann wieder laufen? Er kann wieder laufen! Ich werd bekloppt. Okay, er holt sich auf jeden Fall mal eine Waffe. Und isst was? Okay, er ist. Ja. Macht das. Dir geht's ja eigentlich nicht schlecht. Die Stimmung müsste jetzt eigentlich steigen. Genau, spiel mal Schach und so. Das ist super. Mach das mal. Und dann kannst du dich wieder um die Tierchen kümmern. Ja. Vielleicht kann Sean dann irgendwann mal bauen. Aber der muss halt sich wirklich hier um die ganzen Sachen kümmern. Der muss die warten. Wo kommst du denn jetzt her? Keine Ahnung. Jetzt baut er mal ein bisschen was hier. Zumindest mal hier die Behandlung benötigt. Lea macht das schon von alleine. Sehr gut. So war das ja geplant. Schwere Seuche. Aber das sieht gut aus. Sieht gut aus. Und dann kannst du Schmitty auch gleich noch behandeln. Ja, Sean macht das eigentlich. Nee, will ich aber nicht. Ich will, dass sie das macht. Einfach besser. Und dann habt ihr das gleich geschafft. Sieht gut aus. So, hier liegt noch was, was wir nicht wollen. Aber der ist ja schon wieder richtig gut drauf. Was macht er denn jetzt? Stoffweben. Na schön. Und Sean kümmert sich hier um ISO 2,8. Nur noch der Widerstand. So, und zwischendurch hat er auch mal Zeit, hier ein bisschen Leitungen zu verlegen, ein Rohr zu verlegen. So finde ich das gut. So finde ich das okay. Jetzt holt er hoffentlich wieder Knochen. Und baut den Gefangenen wenigstens mal hier ein bisschen was, damit die sich waschen können. So, Leia hat es schon überstanden. Noch nicht, aber gleich. So gut wie. Schmitty wird es auch überstehen. Dann brauchen wir dringend jemand, der gut ist im Pflanzen. Weil damit wir hier wieder Heilwurzeln kriegen. Das hier baut auch keiner. Oder warum ist das überhaupt kaputt? Ist da irgendwas durchgelatscht? So, war das vielleicht das Ding? Tatsächlich. Eine Stachelfalle erwischte Iguanodon und zerbarst dessen Kopf. Den Kopf zerbarst, sein Kopf zerbarst. Hört sich irgendwie nicht so cool an, wenn das passiert. Wir haben ganz viele Küken, die wir aber nicht verkaufen konnten. Sondern ich konnte nur die Hennen und Hähne verkaufen. Ja, die müssen wir vielleicht noch ein bisschen auswachsen. Einfach. Ah, guck mal, jetzt haben wir doch hier, das sieht doch schon hier fast fertig aus, alles. Alexios kümmert sich um Schmitty. Na, wie sieht's aus? 8,6, der braucht noch ein bisschen, um sich dafür zu entscheiden. Zwischendurch wird noch hier überredet mit Menschenfleisch. Dafür ist es natürlich gut. Dafür kann man es natürlich brauchen. Und die anderen Sachen, da haben wir halt vegetarisch und hier ein bisschen mit Fleisch. Aber wir haben ja auch noch Vogelfleisch. Und Vogelfleisch. So, guck mal. Fast fertig hier oben. Transportkapselabsturz. Oh. Jensen. 13 Stunden. Das würde reichen. Er verweigert geistige Arbeit, ist aber bei geistiger Arbeit 7. Er ist ein guter Mediziner, aber
rauchen tue ich ihn nicht wirklich. Weil er jetzt nicht... Wenn er jetzt mit Pflanzen was könnte, aber gut, komm, wir retten ihn natürlich schon. Sean, rette ihn einfach mal. Wenn er sich anschließen möchte, ist okay. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ich gehe jetzt immer noch davon aus, dass Schmiddy... Jawohl, der ist immun, sehr gut. Schmiddy, dass wir den relativ fix hochkriegen im Handwerk, wenn wir den ein bisschen pushen. Auf 8, sodass der dann weitere... weitere Androiden basteln kann. Wieso? Was machst du? Wieso rettet ihn keiner? Wo ist denn der jetzt? Hä? Was ist passiert? Oh! Der Dschungel hat ihn! Das ging aber schnell. Das fehlende Körperteil Hals kostet Jensen das Leben. Ja, so ohne Hals ist schon blöd. Also, wow. Sean war tatsächlich zu langsam. Wer hätte das gedacht? Also, damit habe ich nicht gerechnet. Warte mal, ich lasse hier die Tür weg. Ich will, dass das soll offen sein. Ich will nicht, dass die sich einschließen können hier in der irgendwie oder was weiß ich. Lass die Tür weg. Guck, die geht gleich duschen. Fand's jetzt, glaube ich, doof, oder? Kaltes Wasser. Ach, jetzt. Aber es ist nicht schlimm, ne? Dass ihr euch seht. Ich glaube, ja, gut, ich meine, ihr ist ja egal. Die rennt ja sowieso die ganze Zeit nackt rum. Das ist ja völlig Wurst. Aber das ist doch okay so. Ist da noch die Wände, dass man ein bisschen, sieht ein bisschen dann so aus. Aber Bergbau. Bergbau könnte ruhig mal jemand machen. Was ist mit dir? Du spielst Schach. Also du kannst das auf jeden Fall machen. Ich weiß, du kannst das nicht gut, aber immerhin. Und bei dir, wir machen mal die beiden. Sonnenfinsternis, gut, stört mich jetzt nicht so. Was? Was soll das? Er hat gar nichts abbekommen. Aber er. Bisschen was. Ja. Nicht so schlimm. Tut mir leid. Ah, jetzt gehen sie wieder. Aufenthalt war okay. So, komm, jetzt tu doch mal endlich hier jemanden rekrutieren. Schmiddy hat immer noch 7,9. Da, 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 da. Oh, hier. Da ist immer noch ein Sumpf, ist hier noch. Aber trotzdem gibt es ja hier Flecken. Ganz, also... Hier ist alles Kartoffel, das muss ja nicht sein. Hier könnte was anderes sehen. Nehmen wir mal was anderes. Karotten. Karotten klingt doch toll. Da kann man tolle Sachen draus machen. Aubergine oder Kürbis. Oh, Kürbis. Liebe Kürbisse. Ich will hier Kürbisse haben. Dann haben wir hier Kartoffeln, Kürbisse. Tomaten. Haben wir ganz schön viele, ne? Kann man auch... Oh, jetzt habe ich sie ganz gelöscht. Das wollte ich jetzt nicht. Hupsi. Aber macht nichts, macht nichts. Wir machen das neu. So. Das hier soll Tomaten sein. Tomaten sind auch super. Kann man auch brauchen. Tomaten. Und dann machen wir nochmal eine neue Zone. Kann ich das jetzt so machen? Ich glaube schon, oder? Nee. Dann wird es natürlich größer. Ja, das wollte ich jetzt so nicht. Wie kann ich die denn jetzt... Kann ich die irgendwie teilen? Keine Kleinarbeit. Normal, die Bauern werden aufgefordert, Pflanzen in der Reihenfolge ihrer Priorität zu sehen und zu ernten. Wenn wir Zonen verkleinern, wenn ich jetzt hier... Ja. So wollte ich es eigentlich nicht. Dann ist das... Nee, das geht.
Also das hier soll... Ist das kompliziert? Sag mal, ich will doch jetzt einfach nur hier... Das Problem ist jetzt, wenn ich das so mache, gehört das alles zu dem. Ne? Das hier sind einzelne. Da gibt es Kartoffeln. Aha. Und hier gibt es Tomaten. Komm. Gibt Tomate, 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 Tomate. Wo ist Tomate? Tomate. So, hier gibt's. Hier gibt's was anderes. Hier gibt's Karotten. Hier haben wir Kartoffeln. Kürbis. Reis. Baumwolle. Hier oben wäre noch ein Plätzchen. Und hier. Guck mal, hier nimmst du es jetzt extra. Warum? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Komische Sachen. Jadekristall? Nee, Quatsch. Kaffee. Aha. Tee. Nö, 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 nö. Zucchini kann man noch nehmen. Zucchini, komm, hier oben auch nochmal Zucchini. Das ist gut. Das schaffen wir eh nicht alles, das anzubauen, aber dann ist hier mal ein bisschen mehr Platz. Und dann hier unten, wenn das hier mal, wenn das eine Sumpfding hier noch weg ist, dann passt das schon. 7,8 Tage, ja. Geht noch ein bisschen, ich weiß. Warum ist hier mittendrin jetzt nichts? Weißt du, ist schon wieder so, ne? So. Kartoffeln. Karotten. Naja. So müsste es aber jetzt passen. Da hat Graue Wespe einiges zu tun. Was ist mit ihr? Warum geht's ihr nicht gut? Wurde beleidigt. Keine Hinrichtung. Ist schon hart. Halbwegs imposanter Schlafraum. Naja, komm. Also, ist doch nett hier, wenn das hier noch alles mal geglättet wird und sich mal irgendjemand hier um die weiteren Sachen... Wobei, das ist nicht schlimm, dass wir jetzt hier keinen Anbau haben. Oh, Widerstand nur noch 0,2. Weil die können sich ja hier hinlegen. Lea, wie kann ich dir was Gutes tun? Starke Schmerzen. Die ist ja gleich weg. Die Seuche. Ne? Und du kriegst bald deinen Arm. Sobald die gute ISO endlich da ist, weil jemand anders kann leider das nicht machen. Wir brauchen da aber Medizin für. Ja, wir haben noch Medizin. Wir haben auch noch sogar noch eine Glitzerweltmedizin. So, und ihr könnt euch jetzt hier sogar waschen, ne? Auch wenn das Wasser kalt ist. Aber trotzdem glaube ich, dass euch das körperlich hilft, nicht in die Ecke zu kacken und in seinem eigenen Exkrementen zu liegen, oder? Die Sanitärleitung. Na, guck mal, der hat schon jetzt gut hier gepflanzt. Tomaten, Kürbisse, Reis sowieso. Da ist er voll dabei. Schön. Dann haben wir da so ein bisschen eine Vielfalt an Nahrung. Das ist ja wunderbar, ne? So, Sean hat jetzt auch mal Zeit, sich aufzuladen. Und jetzt ist doch die ISO, die müsste doch jetzt bald soweit sein, sodass wir der Lea ihren Wunsch nach einem, ein modifiziertes Körperteil, dass wir dem nachkommen können. Weil ihr fehlt ja sowieso ein Arm. Von dem her kann das ja nicht schaden, wenn man da einen neuen dran macht. Ne? Schädelspieße findet er doof, naja dann. Wenn's denn sein muss, findest du es halt doof. Das ist jetzt nur schon mal vorgebaut sozusagen. Der Schädel von Weißer Büffel und Iro und der Schädel von Schildkröte. So, die ISO ist jetzt so gut wie rekrutiert. Krass, und trotzdem fehlen hier noch... Was ist da los, Sean? Bau mal hier Stachelfallen. Aber zackig. Wer weiß, was da kommt. Keiner weiß es. Keiner weiß es. Dö, dö, dö. Okay, warum? Mhm.
das jetzt da durch. Das Ding. Okay, das ist alles mein Heimatgebiet. Also das hier auch. Okay, aber hier nicht, ne? Hier oben noch nicht. Ah, jetzt hier geht's los, hier geht's los. Sehr schön. Machen wir das hier mal auch zum Heimatgebiet. So. So. Und dann würde ich sagen, Leute, nächste Folge hier. Sean ist schon auf dem Weg zu ISO. Das heißt, nächste Folge werden wir die rekrutiert haben. Ne? Aber bis dahin würde ich mal sagen, macht's gut. Bis dann.